4 Landtage in Folge haben sie geentert. Doch danach kamen für die Piratenpartei Personalquerelen und Rückschläge. Nun Selbstkritik im Wahlkampf. Entschuldigung, wir hatten es uns auch einfacher vorgestellt. Wir wollen ehrlich sein und nicht so wie andere Parteien den Anschein erwecken, dass wir perfekt wären. Ein freies Internet ohne Überwachung ist Dreh- und Angelpunkt ihrer Politik. Auf Krypto-Partys geben die Piraten Tipps für anonymes Surfen und verschlüsselte E-Mails. Der NSA-Skandal kommt wie gerufen. Gute Ansätze und die Netzpolitik ist auf jeden Fall ein Thema, was die anderen Parteien noch viel zu wenig behandeln. Die fühlen sich einfach nicht so an, wie ich mir das eigentlich vorstelle. Mit Selbstbestimmung, direkter Demokratie und Misstrauen gegen die Regierung versuchen die Piraten auch Nichtwähler zu begeistern. Die Piratenpartei besteht zu einem nicht geringen Anteil aus ehemaligen Nichtwählern, die sich von den etablierten Parteien nicht repräsentiert fühlen. Vor gut einem Jahr hatten sie 2-stellige Umfragewerte. Doch das ist vorbei. Die Piraten müssen um jede Stimme kämpfen. Auf eine mehr als 60 Jahre alte Geschichte blickt die Bayernpartei zurück. 1946 gegründet, war sie Mitglied der ersten Bundesregierung. Seit 1987 tritt sie ununterbrochen bei Bundestagswahlen an. Wir sagen ja zu einer globalisierten Welt, die wir leider haben. Das müssen wir akzeptieren. Doch uns geht es auch darum, dass wir die Heimat stärken. Das heißt, den Einfluss Bayerns in Europa stärken. Das heißt für die Bayernpartei, raus aus der Bundesrepublik Deutschland, rein in die Republik Bayern. Als Vorbilder sieht die Bayernpartei Schottland, Katalonien oder Südtirol und fordert einen Volksentscheid über die Unabhängigkeit Bayerns. Eine Idee, die ankommt? Republik Bayern, ein bisschen zu viel gefordert, denke ich. Ich würde das mal kleine Parteien wählen, aber nicht so eine Partei. Ich glaube, sie werden es auch nicht schaffen. Das hört sich zwar gut an, aber das ist ja auch ein bisschen radikal. Am 22. September tritt die Bayernpartei erneut zur Bundestagswahl an, ausschließlich im Freistaat Bayern. Bürgernahe Politik mit Sachverstand, damit werben die Freien Wähler. Unsere Kernthemen sind politische Unabhängigkeit von Lobbyisten. Das heißt, wir nehmen keine Großkonzernspenden an. Zweitens sind wir für mehr Bürgerbeteiligung, auch direkte Bürgerbeteiligung auf Bundesebene, Volksabstimmungen, Direktwahl des Bundespräsidenten. Und dann natürlich für mehr Regionalität, für kleinere Lösungen, für bürgernahe Lösungen. Weiter stehen sie für solide Staatsfinanzen, Verlässlichkeit und Transparenz in der Politik. Und wie steht es mit dem Bekanntheitsgrad der Freien Wähler? Nee, kenne ich nicht. Sag mir nichts. Egal, was ich so weiß, schönere Städte, schönere Orte, wo halt diese Partei fungiert, ist mittlerweile auch in ganz Deutschland ansässig. Also, da habe ich schon mal gehört, aber nicht direkt hinterfragt. Erstmalig treten die Freien Wähler zu einer Bundestagswahl an. Ihr erfolgreichster Landesverband ist Bayern. Dort sind sie drittstärkste Kraft im Landtag.